die Parteien bleiben und werden bleiben, das ist fast sicher. Und das ist sicher für jetzt, aber auch in die Zukunft. Was aber vorbei ist, ist die Periode der Volksparteien. Deliberative Demokratie, das Wort existiert kaum auf Deutsch, weil die Übersetzung schwer ist. Auf Englisch ist deliberative Demokratie oder Deliberation eine gute Diskussion. Aber man kann nach der Diskussion auch eine Entscheidung treffen. Auf Deutsch ist eine deliberative Stimme nur konsultativ. Wie wir schon gesehen haben, könnte auch eine partizipative Demokratie fremdenfeindlich werden. Und überall in Europa, oder fast, hat jetzt die das Rechtspopulismus für Direktdemokratie und partizipative Demokratie sich entschieden. So, es ist eine Herausforderung und das ist nicht einfach. Man könnte auch sagen, dass partizipative und deliberative Demokratie passen nicht so gut zusammen oder mindestens nicht so einfach, weil je mehr mehrere Leute teilnehmen, desto mehr ist es schwierig, eine gute Diskussion, eine gute Deliberation zu haben. Alle die Experimente, die ich präsentiert habe, bleiben am Rand der Politik in der Welt. Man muss realistisch sein. Das Problem ist, dass die Linke insgesamt pendelt zwischen Nostalgie, die schöne Zeit ist vorbei, und Adaptation. Wir können nichts machen, wir müssen wie der Rechte etwas gerechter, aber nicht so viel gerechter machen. Und das ist besonders der Fall in Europa. Die isländische Verfassung ist vielleicht ein gutes Beispiel. Das Land war pleite, es gab riesige soziale Bewegungen. Die Regierung sollte weggehen, eine neue rot-grüne Regierung wurde gewählt. Es gab zwei Volksabstimmungen und jedes Mal der Vertrag zwischen Banken und Regierung wurde abgelehnt. Es gab zwei ausgelöste Bürgerversammlungen. Die erste, es war eine Versammlung der Bürgerbewegung. Die Leute haben diskutiert, was sind die Werte, die das Land jetzt, für das Land jetzt eine Orientierung geben könnten. Die zweite Versammlung würde bei der neuen Regierung organisiert, um die Prinzipien der neuen Verfassung zu nennen. Dann, es gab eine Wahl, aber so 25 Leute, die normale Bürger sind. Es gab keinen Wahlkampf und die Berufspolitiker könnten nicht teilnehmen. Und der Rat hat so eine neue Verfassung geschrieben. Es wurde im Parlament diskutiert und es wird eine Volksabstimmung stattfinden. So ein Gemisch zwischen direkter Demokratie, repräsentative Demokratie, soziale Bewegung und neuen Formen der Bürgerbeteiligung mit Losverfahren. Die Genderrollen heute sind viel anders als vor 50 Jahren. Und diese Revolution hat begonnen auch mit einer sozialen Bewegung oder mindestens diese soziale Bewegung hat eine sehr große Rolle gespielt. Ich denke, wir müssen an einer demokratischen Revolution denken, die ähnlich sein wird. Viel wird sich geändert, sehr viel. Es wird eine Revolution, nicht nur eine kleine Veränderung, aber nicht wie damals La Prise de la Bastille, aber so mit sehr vielen einzelnen Initiativen, die was Neues entdecken. Vielen Dank.